Ein Kernimpuls-Seminar mit Wolfgang Herdlecker. Gut mit Stress umgehen, die persönliche Resilienz stärken. Am 21. September konnten die Seminarteilnehmer in Hamburg ein Seminar zum Thema Fitnesstraining für eine starke Resilienz im Dialoghaus Hamburg absolvieren. Stress kann zu Burnout führen oder zu Höchstleistungen. Entscheidend ist dabei die Einstellung des Menschen. Das zeigen jüngste Forschungen aus der Neurobiologie. Und dennoch, Dauerstress macht krank. Wolfgang Herdlecker zeigte den Seminarteilnehmern mit seiner Positiv-Fokus-Strategie, wie sie ihre Resilienz spielend stärken können. Ich hoffe sehr, dass ich einen Impuls mitgenommen habe. Doch, ja, glaube ich. Und ich habe die Veranstaltung als sehr positiv empfunden. Also es war eine sehr lebendige Veranstaltung und mit tollen Impulsen, ja. Ja, ich hatte einen Kernimpuls und zwar, ja, dass ich diese Übung, die mir jetzt angeraten wurde, dass ich die auch tatsächlich gleich heute Abend ausprobieren werde und den Test sozusagen mit mir selbst durchführe. Ich fand das Seminar sehr interessant. Besonders beeindruckt hat mich der Blumenstrauß, der mir im Gedächtnis geblieben ist mit all den Impulsen, weil er einfach ganz viele Punkte hat, die man im Leben sowohl privat als auch im Unternehmen gut integrieren kann. Also ich habe den Vortrag als sehr spannend und vielschichtig empfunden, weil das einfach nochmal eine andere Dimension war. Das ist im normalen Wirtschaftsalltag immer noch was anderes, dass man sich das oder dessen gar nicht so bewusst ist, was man hier gesehen hat. Und also ich habe auf jeden Fall nochmal für mich mitgenommen, dass man einfach vielleicht nochmal in diesen normalen kleinen Situationen die Einstellung überdenkt. Ne? Diese kleinen Impulse im Prinzip dadurch direkt mitgenommen hat. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich würde es auf jeden Fall nochmal wieder angucken. Und sag nochmal vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-nord.de.